Das nächste Notsignal. Ey, fahre ich hier komplett durch den Ozean oder was ist hier los, ey? Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Let's Play Planet Nomads. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, in der letzten Folge oder am Ende der letzten Folge, da oben ist das nächste Ziel und da sollten wir zusehen, dass wir hingehen. Jetzt sollten wir aber vorher nochmal gucken, wann ich irgendwas im Inventar haben. Jo, haben wir. Was wir eventuell ausladen können. Also wie man sieht, es wird Wasser hergestellt. Wir haben aber genug dabei, von daher. Jo, lassen wir das erstmal, wie es ist. So, gucken wir mal. Na kommt, Schäfchen, lasst mich mal in Ruhe. Ich will nichts von euch. Gut. Einfach mal Richtung Norden und erstmal gucken, was passiert. Upsassa. Jo, das war ein schönes Langen. Als wie man sich das immer mal wieder wünscht. So. Kilometer, ist das das? Ja, scheint so. Also, Hinder. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein etwas anderes Biom. So steppemäßig. Okay. Ah, da drüben geht es bergauf. Oh, eine Absturzstelle von einem außerirdischen Ziel. Also so ein Alien-Ding. Komm, komm, komm. Gib Gas. Da geht's hoch. So allmählich dürfte mein Sauerstoff alle sein. Aha. So, erstmal einen Moment Luft holen. Und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. In die Richtung.
Aha, wir sind raus aus dem Wasser. Gut. Und hier sind wir in der Wüste, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist das Wüste, ist das Steppe? Keine Ahnung. Ups, sorry. Und da hinten ist schon wieder was. Schon wieder ein Notsignal. Ja, ich wollte mal gucken, was wir hier so finden können. Aluminium und Kobalt. Ja, sehr schön. Ja, das wäre mein Auto gewesen. Roadtrip. Okay. Kohle und Eisen, naja, okay. Machen wir es so. So, in 900 Metern haben wir dann dieses andere. Vorsichtig, das sieht aus, als wenn es da irgendwie bergab geht. An diesem kleinen Steinblatt da hängen, aber an der Wand geht er versenkrecht hoch. Okay. Also 700 Meter. Da sind diese komischen Viecher.
Nein. Okay. Komm, den restlichen, den Meter, den schaffst du doch wohl noch. Manu. Gold. Ich bin oben. Oh, 200 Ypsasser. Nein, nicht drüber. Och Mann. Wieso kippt der jetzt komischerweise so um? Das hat er doch sonst nie gemacht. Aha. Ich habe Uran gefunden, also kann ich jetzt den Urangenerator bauen. Interessant. Das richtig gesehen habe, kann ich jetzt. Temperature shield nearly depleted. Raffinerie können wir jetzt bauen. Ah. Was willst du? Wieso greifst du mich an? Ich habe dir doch nichts getan. Das ist jetzt aber blöd. Wie soll ich denn das scannen?
Los, mach ihn. Scan schneller. Oh, komm, einsteigen. Gut. Okay. Alien-Trümmer. Ach so, das ist das Auto. Ja, dann müssen wir mal so ein bisschen Richtung Osten fahren. Ups. Sorry, dich wollte ich gar nicht. Ich habe dich nur nicht gesehen. So, wir haben hier 33 Grad, ja, die Anzeige da unten haben wir ja. Bitte nicht auf dem Dach landen. Gut. Hat geklappt. War zwar anders geplant, aber... Oh. Was ist denn das hier? Uran und Titan. Jawohl. Aha. 4 Trophäenparts. Okay. Wasser. Da geht's ins Wasser. Ey, sag mal, was fahre ich mir denn hier zu Gange? Komm, 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 raus aus dem Wasser da. Was ist denn jetzt?
Wie so ein kleines Steinchen und da bleibt er hängen. Ja, nun rutscht ja nicht durch die Gegend. Ja, das lag am Speichern, das ist ja dann auch in Ordnung. Ja, toll. Wieder so ein Stein, den man erst im letzten Moment sieht oder beziehungsweise. Was ist das denn hier? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Nun los, fahr. Ey, was soll das? Kannst du noch nicht mal dran langfahren. Ich will doch einfach nur da wieder hoch. Also fahr doch da einfach wieder hoch. Bin ich 17 Meter tief. Warum? Ist das so ein Riesending, wo ich hier reingefahren bin? Das sah doch aus wie ein kleiner See. Er sagt mir immer noch 17,5 Meter, obwohl ich nach oben fahre. Oh ja, und wieder Steine im Weg. Hey, hallo, fahr doch. Ich habe meine Zweifel, dass ich hier heile rauskomme. Ein Stein. Da fahren wir dran vorbei. Also irgendwie Sauerstoff scheinen wir nicht zu brauchen. So lange wie wir jetzt hier unter Wasser sind. Das nächste Notsignal. Ey, fahre ich hier komplett durch den Ozean oder was ist hier los, ey? Ich will endlich fliegen können.
Ja, nun fahr doch, es geht doch wieder runter. Na toll. Jetzt komme ich hier aus dem Wasser nicht mehr raus. Och, das ist doch blöd. Das ist doch richtig blöd. Das macht keinen Spaß, Leute. Ja, da geht's dann noch tiefer. Los, geh da hoch. Toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Und dann? Ja, da geht's so noch weiter tiefer runter, ey. Wie soll ich denn da jemals aus diesem Ding hier wieder rauskommen? Wenn ich da nur noch tiefer fahren kann. Na toll. Jetzt habe ich mich hier schon wieder festgefahren. Jetzt kann ich wieder nur zurückfahren. Nun fahr doch da dieses kleine Stückchen hoch, ey, was soll denn das? Boah, so ein Quatsch. Entweder ich kann unter Wasser fahren oder ich kann es nicht, aber so ein Schwachsinn hier. Ey, da habe ich echt keinen Bock drauf. Mal davon abgesehen, dass ich diese Folge schon wieder unendlich überzogen habe. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann hier wieder rauskommen. Ansonsten weiß ich nicht, was ich tue. Bis dann. Tschüss.